Was? Wer bist du denn? Schatten Mario? Oh nein, bloß weg hier! Hör auf, mich zu verfolgen! Katztastisch! Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario 3D Land! Hier auf Katze! Mario reist in eine völlig neue Dimension, denn das sind die Spezialwelten 1-1. Ja, es gibt noch einige Folgen, die auf uns warten, mit besonderen Leveln. Es sind bekannte Level, die jetzt im neuen Glanze erscheinen, wie zum Beispiel hier. Dieses Schlosslevel, das kennen wir bereits, allerdings nicht im Sonnenuntergang. Und wie ihr sehen könnt, gibt es jetzt noch die besondere Fähigkeit, dass ich mit meinem Tanuki-Schweif nun diese lustige Statue einsetzen kann. Mario-Fans, Mario-Kenner unter euch werden das mit Sicherheit kennen. Das ist nichts Neues, aber eine trotzdem besondere Fähigkeit, möchte ich mal sagen. Damals schon eingeführt in Super Mario 3... Nee, Moment. Super Mario Bros. 3, genau. Da gab es auch diesen Tanuki-Schweif, allerdings mit der Statue nur, wenn man das Waschbär-Kostüm besaß. Also diese Fähigkeit im Gegensatz zum normalen Ahornblatt. Das war diese kleine, schöne Differenz, der kleine, schöne Unterschied. Okay, jetzt geht's aber hier mal weiter. Giftpilze. Ja, jetzt gibt es sogar Giftpilze in der Spezialwelt. Das war ja damals, also in den normalen Welten, nicht der Fall. Also ich bin schon sehr gespannt, was wir hier alles entdecken werden und entdecken dürfen. Völlig neue Welten. Völlig neue Welten. Und wir haben bereits in der letzten Folge auch in Erfahrung bringen können, also im ersten großen Finale des Spiels, dass unser lieber Bruder Luigi auch gefangen genommen wurde. Wo ist er denn bloß? Wo kann er sein? Wir müssen ihn unbedingt ausfindig machen. Der Arme, tut mir leid. Moment, bevor es hier... Ach so. Gibt es hier noch was zu entdecken? Oh, ja, ja, ja. Ein extra Tanuki-Blatt. Und nicht wundern, die Blätter sind jetzt, ja, grau, Steinfarben, einfach weil sie symbolisieren, dass ich diese Steinstatue damit auch einsetzen kann. Ziemlich praktische Angelegenheit, wenn ihr mich fragt. So, jetzt geht es hier direkt nach oben. Ich werde erstmal diesen Weg hier noch erkunden und nehme den Stern jetzt endlich auf. So, dann machen wir mal diese Steinblöcke hier platt. Ja. Wenn ich das mal mit den Springen hier nicht so vermasseln würde. Eieieiei. Naja, was soll's. So ist das eben. Es funktioniert nicht immer alles wie am Schnürchen. Teppichtörtchen, sage ich dazu nur. Naja, was soll's. Okay, und was haben wir denn da oben? Was sind das? Plattformen, die da rausfahren? Nee, im Moment fährt da gar nichts raus. Naja, mir soll's recht sein. Und tap. Sehr gut. So, weiter geht es über diese Trampoline nach oben. Oh, nein! Warum hat er mich erwischt? Hätte das wirklich sein müssen? Ja, aber wo finde ich denn jetzt? Muss ich vielleicht alle besiegen, um die letzte Sternmedaille zu erhalten? Irgendwie kommt mir das sehr, sehr komisch vor. Vielleicht ist Mario mit dem falschen Fuß aufgestanden. Also ich finde, es ist immer wichtig, mit beiden Beinen gleichzeitig aufzustehen. Das symbolisiert für einen selbst, dass man mit beiden Beinen standfest ist und auf dem Boden steht. Wortwörtlich. So, mal sehen. Kann man hier vielleicht irgendwo rausfliegen? Also da schon mal nicht. Was ist hier? Gibt es hier... Oh, ja, ja, natürlich. Ha, das gab es damals nicht. Das ist wirklich neu. Ah, man kann also immer wieder was Neues entdecken. Auch wenn man das Level schon mal gespielt hat am Tag. Und das ist ja jetzt, wie gesagt, der Sonnenuntergangsmodus. Und ein extra Leben erhalten. Super. Wir haben es geschafft. Mario, Gratulation. Du hast es gemeistert. Das gibt extra Punkte. Und wir kriegen jetzt sogar die benötigte Zeit angezeigt, was vorher nicht möglich war. So kann man gucken, wer im Haushalt das Level schneller durchgespielt hat. Wenn man zum Beispiel mehrere Mies, also Benutzer, was ist das denn? Was ist das denn? Schatten Mario! Schatten Mario meldet sich nun zu Wort. Und das ist in dem Fall so, nicht so wie in Mario Galaxy zum Beispiel, dass wir ein Wettrennen veranstalten, sondern er verfolgt uns und versucht uns zu berühren und damit Schaden zuzufügen. Oh nein! Hier gibt es eine Röhre.
Ja, man kann ihn auch, glaube ich, nicht besiegen, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man ihn besiegen, aber ich wüsste jetzt auf dem ersten Stand heraus nicht wie. Das heißt, man muss immer in Bewegung bleiben. Er läuft auch immer die gleiche Route wie Mario selbst. Wenn ich mich langsam bewege, bewegt er sich auch langsam. Wenn ich krieche, kriecht er auch. Die Wege dürfen sich nur nicht kreuzen. Und ich darf nicht stehen bleiben, denn er läuft zu mir und bleibt dann auch stehen. Ja, habt ihr gesehen? Durch den Wandsprung habe ich jetzt leider Schaden genommen. Okay, einfach weiter. Ich muss mich hier fortbewegen. Das war knapp. Ohne, dass der mich berührt. Okay, und da ist die letzte. Ich hab sie alle. Ich hab sie. Autsch. Das sieht nicht gut aus. Lohnt es sich, da nach links zu gehen? Oh, ich muss sogar da nach links gehen. Aber ich brauche das Trampolin. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Da geht es sogar auf der anderen Seite noch weiter. Oh. Eine extra Röhre. Ich nehme die jetzt schnell, bevor der kommt. Weg hier. Schatten Mario verfolgt uns. Und ab. Mit dem Stern. Ha. Mit dem Stern kann ich ihn also besiegen. Mit dem Stern bin ich wortwörtlich unverwundbar. Also genauso wie der Stern auch im Spiel konzipiert wurde. Nicht, dass es eine höhere Macht gibt, wie Schatten Mario zum Beispiel. Hätte ja sein können, dass es funktioniert und er mich besiegen kann. Okay, Speichervorgang abgeschlossen. Jetzt geht es hier in das Pilzhäuschen. Hallihallo, ich bin jetzt im Pilzhäuschen. Gibt es hier Pilze zu essen? Nee, Spaß beiseite. Keine Ahnung, was es hier gibt. Oh, hallo Toady, du hast ja jetzt auch ein Kostüm an. Und ich bekomme eine Feuerblume. Keine Schaden, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich komme bald wieder shoppen. So, Mario, ich gratuliere dir. Chapeau, Chapeau. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Jetzt geht's aber weiter. Der nächste Abschnitt kommt. Und das ist eine Pixelwelt. Die kennen wir ja schon. Mit Mario, Luigi und... Oh! Diesmal spielt es aber in der Nacht und wir stehen nicht auf Mario, sondern auf einem Fragezeichenblock. Okay, wir haben ganz neue Pixelbilder. Ein Goomba, ein Feuerball, ein Cheep Cheep. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, einmal nach oben gepfeffert. Was gibt's hier Schönes für uns? Dab, dab, dupi, baba. Oh, ein Stern. Sehr gut. Volle Kraft voraus. Ich kann sogar die Gegnerblöcke kaputt machen, aus denen diese Gegner herauskommen. Sehr, sehr praktisch, wenn ihr mich fragt. So haben die Gegner auch gar keine Möglichkeiten, mich zu stoppen. Und da ist eine Sternenmedaille. Soll ich da runterspringen? Kann ich eigentlich versuchen, oder? Ja, das ist gut gelaufen. Das war Sternenmedaille Nummer 1. Ich behaupte sogar vorsichtig, dass ich mich immer sofort bewegen muss, um an die ganzen Sternenmedaillen zu kommen. So, wo muss ich jetzt hin? Da nach oben zum Goomba, oder? So, und jetzt stehen wir auf dem Goomba und können hier... Ja, hier muss ich doch weiter. Hier muss ich zur nächsten Kanone oder zu einem Zauberblock. Aber da ist eine Kanone. So, dann würde ich sagen, pfeffern wir uns weiter auf die Pixelwolke oder alternativ auf die Kanone. Die Kanone ist mir zu weit, also forciere ich die Wolke. Und hier gibt es rote Münzen. Nummer 1. Nummer 2, Nummer 3, 4, aber auch Nummer 5. Sehr gut. Ein extra Leben erhalten. Hier gibt es jetzt nichts mehr. Da geht es nur nach Hause. Ihr wisst, was ich meine. Da geht es nur zurück. Da geht es nur nach unten. Also kann ich mal hier weiter. Na gut, dann sind wir mal vorsichtig. Und schießen uns jetzt auf die Rakete nach oben. Auf die Pixel-Rakete. Auf der es, oh, Raketen gibt, also Kugelwillis, aber auch ein paar Fragezeichenblöcke, die hier durch die Gegend fliegen. Kann doch nicht schaden, hier mal vorbeizuschauen. Achtung, immer vorsichtig sein. Okay. Solange uns nichts trifft, ist ja alles gut. Extra Zeit, was ist das denn für ein Tunnel? Okay, das ist cool. Ein kleiner Tunnel mit ein paar Münzen. Aber gibt es hier noch die Möglichkeit, zur nächsten Sternenmedaille zu kommen? Das würde mich ja interessieren. So. Dann guck ich mal, wie es hier weitergehen könnte. Wow. Immer fliegen sie hier quer durch die Gegend.
und attackieren unseren Mario. Moment. Mit dem Tanuki-Kostüm sollte ich ein bisschen besser durchkommen. Ist da irgendwas Relevantes für mich drin? Irgendwas, was von Bedeutung sein könnte in diesen Fragezeichenblöcken? Ich behaupte ja mal vorsichtig nicht. Was haben wir hier Schönes? Ist hier irgendwas? Ja. Oh, da war ein Block. Und in diesem Block gibt es lediglich ein paar Münzen. Also jetzt nicht so wichtig, ist aber ein, wie sagt man so schön, nice to have. Also kann man mal mitnehmen. Okay, vorsichtig. So, immer schön langsam. Und dann suchen wir, glaube ich, gleich mal die Rakete, um diesen, in Anführungszeichen, kleinen Planeten mal zu verlassen. Da vorne, die Kanone. Ich komme gleich zur Kanone. Ich bin gleich auf dem Weg. So, dann habe ich soweit alles gesehen. Ich frage mich, ob ich von hier oben nochmal irgendwo herunter flattern könnte. Aber vielleicht muss ich jetzt wirklich zur Kanone. Okay, ich bin bereit. Da ist das Ziel. Oh, ich bin, glaube ich, zu weit. Ich behaupte mal, dass mir die zweite Sternenmedaille fehlt. Ich hätte vorhin mal irgendwo anders abbiegen müssen. Jetzt sind wir auf dem riesigen Cheep Cheep. Was gibt es hier auf dem Cheep Cheep? Naja, keine Ahnung. Oh, Noten. Wir machen ein bisschen Musik. Ein bisschen Musik kann dir nicht schaden. Tral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 
Manchmal muss man im Leben auch etwas riskieren, auch wenn man sich vor etwas fürchtet. Das gilt in Videospielen als auch in echten Leben. Denn nur wer etwas riskiert, kann etwas erreichen. Also schreibt euch das wirklich hinter die Ohren, das ist eine wichtige Lektion. Und sorgt dafür, dass ihr aus eurer Komfortzone rauskommt. Denn je mehr Dinge ihr tut, wovor ihr Angst habt, desto stärker und selbstbewusster werdet ihr im Leben. Gelingt mir auch nicht immer. Aber ich gebe alles, um das stets zu gewährleisten und das zu praktizieren. So, Speichervorgang abgeschlossen. Wir gehen jetzt erstmal Urlaub machen. Ja, wir gehen Urlaub machen. In Spezial 1-4. Ja, wir sind jetzt hier an der Küste. Ah, Urlaubsfeeling kommt da hoch. Einfach mal ein bisschen Urlaub machen. Ist das nicht eine wunderbare Welt, um einfach mal zu entspannen? Hallo Hammerbruder. Ja, die Hammerbrüder entspannen nicht, die möchten lieber für Stress und Chaos sorgen. Aber ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Ich kenne meinen Weg und laufe einfach fröhlich weiter durch dieses Level. Oh, 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 wie komme ich denn da hoch? Ich glaube, nur von hier aus, wenn überhaupt. Moment, so. Oh, knappe Kiste. Aber mit Sicherheit durch einen Wandsprung. Oder aber durch den Hammerbruder. Okay, Wandsprung. Ja, Wandsprung. Oh, nee, nehme ich nicht mit. Ihr müsst wissen, dass ich unten auf dem Touchscreen noch einen Ersatz-Tanuki habe. Deswegen spare ich mir den Bumerang, denn dieses Item, diese Fähigkeit, die ich gerade besitze, ist die beste im Spiel. Und die möchte ich für einen Bumerang nicht hergeben. Nee, 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 kommt mir nicht in die Tüte. Was haben wir hier? Oh, ein Extra-Leben. Ja, das haben wir gelernt von einem Toad aus einer vorherigen Folge, die schon etwas her ist, aber das war ein gutes Learning. Und schon haben wir alle Sternenmünzen in diesem Level. Ach ja, so fühlt sich Urlaub an. Wenn alles glatt läuft und wenn alles funktioniert. Oh! Ja, so viel zum Thema, wenn alles funktioniert. Ihr habt's gesehen, nicht immer läuft alles wie am Schnürchen. Und hier und da springt Mario doch gerne mal in einen Bumerang, Bruder. Naja, was soll's. Bleibt katastisch.